Der Israel Defense Store aus Israel hat mir ein weiteres nettes kleines Dingelchen zugeschickt. Ich hatte es ja bereits vor einigen Videos mal so als kleinen Teaser hier unten in der Ecke angekündigt, dass da was kommt. Und ich habe noch auf ein bisschen Informationen gewartet, die ich jetzt endlich erhalten habe und kann euch das Ding jetzt mal vorstellen. Und zwar, es geht um eine Uhr. Ich sage jetzt gleich vorneweg, ich bin jetzt hier nicht der Uhrenmensch. Meine Uhr hat sich in den letzten Jahren darauf beschränkt, dass ich einen Aktivitäten-Tracker getragen habe. Der Israel Defense Store hat mich aber gefragt, ob ich Lust hätte, mal die Uhr auch mal zu probieren und zu tragen und so weiter. Und ich habe gesagt, ja klar, schick her, ich probiere es mal aus, mal gucken. Ich muss sagen, ich bin ziemlich angetan. Und zwar geht es hier um die IDS Tactical Watches, sprich taktische Uhren. Wir kennen das hier von einem europäisch-deutschen Hersteller, der ja auch ziemlich breit, gerade so auf so einem gewissen Fernsehkanal gerne mal Werbung macht. Und ich finde, das ist ein ganz netter Pendant dazu, der halt aus Israel kommt. Ich will euch nicht lange auf die Folter spannen und wir machen das Ding mal auf. Geliefert wird es hier in dieser schicken kleinen Kunststoffkiste mit Tragehenkel. Kann letzten Endes, nachdem die Uhr ausgepackt wurde, für so ziemlich alles benutzt werden, was man möchte. Hier vielleicht auch so für Kleinkram rund um den Skisport, einen Red Dot da reinpacken oder wie auch immer. Also durchaus eine recht nette Geschichte. So, hier mit Schnappverschluss machen wir auf. Und da haben wir das gute Stück. Die Box ist entsprechend Schaumstoff gepolstert. Mit Dichtring etc. Inwiefern diese Box jetzt tatsächlich wirklich dicht ist, kann ich nicht sagen. Aber sie macht einen sehr netten Eindruck und ich finde, das ist ein schönes Gimmick im Vergleich zu manchen anderen Herstellern, die das halt einfach nur in einer einfachen Klappbox liefern. So, die packen wir mal kurz beiseite und dann nehmen wir auch schon die Uhr. So, diese Uhr, das ist die sogenannte IDS Advanced Field Operator. Wir haben bei dieser Uhr Mineralglas, wir haben Stainless Steel, wir haben die Datumsanzeige, selbstleuchtendes Ziffernblatt mit Ziffern sowie auch an den Zeigern. Verbaut ist hier ein japanisches Citizen-Uhrwerk. Citizen kennt man, ist also durchaus auch ein renommierter Markenhersteller. Zusammengesetzt wird diese Uhr tutto completo in Israel in einem Kibbutz. Und von dem Hersteller ADI. Das ist ein Hersteller, der bereits seit 40 Jahren in Israel Uhren herstellt und vertreibt. Und diese Uhren sind laut IDS tatsächlich auch bei der IDF, also sprich Israel Defense Forces, die israelischen Streitkräfte, im Einsatz. Wir haben ein Silikon-Armband, trägt sich sehr angenehm, ist sehr flexibel. Ich bin sehr angenehm überrascht über den Tragekomfort, trotz der Größe. Und ich habe jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt die größten Handgelenke der Welt. Aber sie trägt sich, wie gesagt, sehr, sehr angenehm. Wir haben auch mit dabei eine sogenannte Taucherlünette. Da musste ich mich auch mal ein ganz klein wenig informieren, was eigentlich eine Lünette ist. Weil, wie gesagt, ich bin nicht der Uhrenmensch. Taucherlünette ist letzten Endes dieser Ring hier außen drum, der sich entgegen dem Uhrzeigersinn drehen lässt. So, ich habe ja hier diese Skala 10, 20, 30, 40, 50 und dann hier oben beim Pfeil die 60. Was mache ich damit? Nun, im Regelfall macht man das so, man benutzt es als eine indirekte Stoppuhr, als einen Timer. Und zwar, wenn ich jetzt hingehe und am Tauchen bin, deswegen Taucherlünette, gehe ich hin und sage, wenn ich meinen Tauchgang beginne, drehe ich den Pfeil auf den Minutenzeiger. So, und dann weiß ich, kann ich ablesen, am Fortschritt des Minutenzeigers, wie lange mein Tauchgang gewesen ist. Bin ich hier unten irgendwo angelangt, mit dem Minutenzeiger weiß ich, ich war 30 Minuten, 32 Minuten, wie auch immer, unter Wasser und muss vielleicht langsam wieder nach oben. Die Zahlen sind auch schön groß gehalten, dass man sie, denke ich mal, unter Wasser auch vernünftig lesen kann. Kann ich aber nicht wirklich was dazu sagen, weil, wie gesagt, ich bin weder der Uhrenmensch, ich bin auch kein Taucher. Aber ich habe das schon mal probiert, funktioniert eigentlich ziemlich gut.
Jetzt nicht beim Tauchen, ich hatte das beim Fußballspiel eingestellt, um zu sehen, wie lange die Halbzeit geht. Dass ich weiß, wann ich endlich rein kann, um warm zu werden. Diese Uhr, ihr seht hier das Logo, das ist jetzt das Logo der israelischen Fallschirmspringer, der Paratroopers. Diese Uhr kann mit unterschiedlichen Insignien der israelischen Streitkräfte bestellt werden. Welches Insignia findet ihr auf der IDS-Webseite? Ich poste euch aber hier auch nochmal. Ein bisschen durch. Das sind dann 4, 5 Stück, die ihr aussuchen könnt. Ob das jetzt vom Mossad ist, ob das jetzt hier, wie gesagt, die Paratrooper sind. Ich glaube, irgendwie irgendeine Brigade ist noch mit dabei und so weiter. Also durchaus ein nettes kleines Gimmick, was man sich mitbestellen kann. Ich finde, es ist eine außergewöhnliche Geschichte und ich meine, es steuert stark auf Weihnachten zu. Und wer sich so etwas vorstellen könnte und sich sowas wünschen würde, könnte ich mir vorstellen, hätte er bestimmt durchaus auch Spaß dran. Bezogen werden können diese Uhr auch gegen Vorbestellung natürlich bei der Shooters Corner in Butzbach. Wie gesagt, ihr müsst aber ein bisschen Zeit mit einplanen, weil die ja dann erst in Israel tatsächlich bestellt werden. Das ist die IDS Tactical Watch, IDS Advanced Field Operator. Liegt preislich bei roundabout 114 Euro, was ein absolut angemessener Preis ist, wenn ich deutsche Pendants dazu sehe. Und ich mir einfach die Qualität hier anschaue, ich finde, die ist absolut gigantisch für das, was diese Uhr kostet. Advanced Field Operator von den IDS Tactical Watches. Ein sehr schönes Stück.